wird auch sehr viel gebrabbelt und gemurmelt, aber das sehen wir gleich drauf. Okay, ich darf schon loslegen. Facebook versus Google Plus, das soll das Thema sein. Facebook der Gigant und Google Plus, der es gerne werden möchte. Zwei Schauplätze, aber nur von vielen. Es gibt sehr viele Social Networks mittlerweile im Internet. Ich denke, jeder kennt von Ihnen Facebook. Wer ist in Google Plus? So sieht es momentan auch aus, sehr, sehr wenige. Facebook gibt es schon relativ lange, seit 2004. Wir haben 800 Millionen aktive User, die sich jeden Monat einloggen. Google Plus gibt es seit Juni 2011. Wir haben mittlerweile 44 Millionen angemeldete Accounts. Was die dort wirklich tun, wissen wir noch nicht. Die Basis für so ein Social Network ist das Profil. Da kriegt Facebook ein kleines Minus. Es ist schon etwas älter, es ist nicht so intuitiv. Die Oberfläche ist nicht so sexy wie bei Google Plus. Daher ist da Google Plus ein bisschen vorn. Aber, soll es eigentlich weitergehen? Ah ja, Facebook liegt hier nach. In Kürze gibt es die Timeline. Man kann seine ganze Lebensgeschichte, ob man das will oder nicht, Sie werden sich entscheiden, in einem neuartigen Profil darstellen. Da bekommt von mir Facebook ein Plus. Aber wir schauen mal, wann das tatsächlich online geht, weil da gibt es noch einen kleinen Rechtsstreit. Aber Facebook, das kennen wir ja, die haben ja öfters so Rechtsstreite. In Facebook aktualisiere ich meinen Status. In Google Plus reden wir von Streams. Meine Freunde klicken in Facebook, gefällt mir. In Google Plus geben sie mir eine Plus 1 oder auch mehr. Wir kommentieren und teilen diesen Status. Und da können wir unsere Freunde organisieren. In Google Plus sind das Kreise in Facebook, die haben dann nachgelegt, seitdem es Google Plus gibt, gibt es dort auch Listen. Das heißt, ich kann auch in Facebook mittlerweile steuern, wer was sieht. Aber es ist nicht so intuitiv, daher bekommt wieder Google Plus ein Plus und Facebook von mir ein Minus. Die Suche, wer mag es glauben, aber es ist so, Google Plus ist dann natürlich vorn mit der Suchmaschine, wo wir, jeder googelt halt heutzutage. Facebook ist da wirklich schlecht beispielsweise. Unsere Fanpage, die Hochschule Aalen, wird nicht mal gefunden, wirklich aktiv viel passiert. Das ist diese Seite. Bei den Unternehmensseiten kriegt natürlich Facebook ein Plus. Die gibt es erst seit dieser Woche bei Google. Deshalb auch dieses Fragezeichen dann dahinter. Wir müssen einfach schauen, was in den nächsten Monaten passiert. Vielleicht holt Google da auch mittlerweile auf und wir können auch unser Unternehmen dort präsentieren. Tja, die Privatsphäre. Das ist immer so ein heißes Thema. Da möchte ich nur auf eins drauf eingehen. Und zwar, die beobachten uns beide. Das ist Google und Facebook. Aber Facebook speichert uns. Die Daten werden gespeichert und für immer. Und deshalb bekommen dort Facebook ein Minus und Google ein Plus. 50% der User loggen sich jeden Tag ein. Achtung, das sind 400 Millionen. Jeden Tag. Jeder User hat durchschnittlich 130 Freunde. Und monatlich werden 30 Billionen Einträge geteilt. Das ist schon eine ganz schöne Masse, was da passiert. Der Durchschnittsuser schickt 8 Freundschaftsanfragen, klickt 9-mal gefällt mir, erhält 3 Einladungen zu Veranstaltungen, gehört zu 12 Gruppen und schreibt 25 Kommentare pro Monat. Da ist natürlich ordentlich Traffic in Facebook, daher bekommt es einen Plus. Das wundert uns aber auch nicht, weil Google Plus gibt es ja erst seit Juni. Witzigerweise, oder auch nicht, wen überrascht, Google ist selber die meistvertretene Firma in Google Plus. Wir haben nur 3% deutsche Nutzer bislang und die Google-Nutzer sind die aktiven Facebooker. Aber generell sind die Google-Nutzer in allen Social Networks vertreten. Es gibt so eine sogenannte Facebook-Party in Google Plus, der Mark Zuckerberg, den kennt ja jeder. Der hatte bis Anfang Oktober die meisten Fans in Google Plus, nicht in Facebook. Aber Larry Page hat aufgeholt, seit Oktober hat er jetzt mehr. Aber wir sehen, Mark Zuckerberg, der tut gar nichts in Google Plus. Der ist nur da. Meine Empfehlung an Sie, seien Sie sparsam mit Ihren Daten. Ich habe gesagt, die beobachten uns ziemlich heftig. Meine Empfehlung, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Meines Erachtens haben Bekenntnisse, Namen von Kindern, Bilder, unangebrachte Fotos oder auch Telefonnummern nichts in Facebook zu suchen. Ich habe so einen kleinen Slogan hier. Von mir gibt es nichts Privates, aber durchaus Geschäftliches und Persönliches in Social Media. Ich poste nur das, was ich laut hier sagen würde.
oder meinen Eltern erzählen würde. Diese Kombination, die überlege ich mir heute mal. Ich habe jetzt auch zwei Beispiele. Zum Beispiel würde ich meinen Eltern vielleicht erzählen, ich gehe jetzt duschen, muss jetzt in Facebook drinstehen, es ist Gebrabbel, meines Erachtens. Es gibt aber auch Leute, die schreiben negative Sachen über ihre Firma. Da kann man seinen Job verlieren. Ist auch schon passiert. Das ist jetzt wirklich, sind Screenshots aus Facebook. Es ist aber auch gefährlich, plus eins zu klicken oder gefällt mir auf solchen Webseiten. Wenn ich hier gefällt mir klicke, erscheint mein Profilfoto auf einmal in einem Gruselfilm. Und da kann man sich schon ordentlich erschrecken. Den Link habe ich mal dazu getan, aber bitte klicken Sie nicht gefällt mir. Lesen Sie sich nur die Story durch. Aber es gibt auch positive Sachen in Social Networks. Wir haben zum Beispiel auf unserer Fanpage hochwertige Diskussionen. Wir tauschen uns mit Studierenden aus. Und das ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, weil das will man tatsächlich nicht auf der Hochschulseite haben, sondern eher in Facebook. Da kann man auch ein bisschen persönlicher werden. Ich persönlich sehe Social Networks als Chance. Ich überlege mir vorher, wer verbreitet die Informationen, woher kommt sie, kann ich der Quelle auch wirklich glauben. Und dann ist es eine Chance und kein Risiko mehr. Fazit ist, die Mehrheit hat in Social Media nicht immer recht. Und das ist relativ wichtig. So, Google Plus oder Facebook? Für mich heißt es Google Plus und Facebook, für die meisten vielleicht in naher Zukunft nur Facebook. Und im Übrigen, in den letzten 6 Minuten und 40 Sekunden wurden 3,4 Einträge kommentiert. So, jetzt sollte es eigentlich weitergehen. Wer noch mehr wissen will, am 1.12. Gut, es ist anstrengend.